Hallo und willkommen zu meinem Video über Pocket Option. Pocket Option ist mittlerweile einer meiner Hauptbroker, den ich nutze. Und Pocket Option hat jetzt einige Features erweitert, muss man sagen. Zum einen gibt es mittlerweile Ladder Options, dazu hatte ich schon ein Video. Jetzt gibt es allerdings 6 Level mehr insgesamt, die man auch hier sieht. Außerdem hat Pocket Option mittlerweile mehr Auslaufzeiten. Hier. Ab 45 Minuten, das ist neu. Hier findet man Pending Order. Insgesamt bin ich mit Pocket Option recht zufrieden. Man kann mit einem US-Dollar anfangen zu handeln. Und man kann sehr schnelle Optionen handeln. Man kann 1 Minuten Leitoptionen handeln. Gab es vorher, glaube ich, noch gar nicht. Hier kann man alles mögliche an Chart einstellen. Ups, das war daneben. Hier kann ich den Zeitrahmen einstellen. 5 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute und so weiter. Und die Art der Charts. Ich bevorzuge Candlestick Chart. Dann habe ich hier einiges an Indikatoren, was man hinzufügen kann. Ist ein bisschen beschränkt im Verhältnis zum MetaTrader, aber das Wichtigste ist dabei, die Stochastik fehlt mir. Und hier findet man Zeichenwerkzeuge, horizontale Linie, vertikale Linie und Trendlinie. Hier finde ich, könnte man die Nutzung noch ein bisschen verbessern, aber das kommt hoffentlich noch. Insgesamt bin ich mit Pocket auch schon recht zufrieden, gerade auch weil er für kleines Kapital gut geeignet ist. Die Auszahlung funktioniert auch ganz gut und laut dem Support wird auch das anstehende Verbot der BaFin hier weiter ignoriert, beziehungsweise auch europäische Trader oder deutsche Trader können, nachdem die BaFin das Verbot ausgesprochen hat für binäre Optionen, hier weiter traden. Wenigstens ist das die Aussage des Supports. Zu dem anstehenden Verbot kommt in den nächsten Tagen ein Video. Außerdem werden in den nächsten Tagen Videos zum Forex-Handel und zum CFD-Handel zusätzlich. Ich bedanke mich insgesamt fürs Zuschauen und wünsche viel Erfolg beim Traden.